Heute machen wir Hähnchenbrustfilet im Traeger. Hähnchenbrustfilet, Worcestersoße, der Mieter für die Temperatur, Rub für das Hähnchen, ein bisschen Salz, Maiskolben dazu und Barbecue-Soße kommt nachher nochmal rüber gestrichen und gibt dem nochmal eine schöne Note. Knoblauchzehe 1, Hähnchen, Knoblauchzehe 2, oh Gott, für den Sack Reis, das machen wir später. Hier ist das Hähnchen, packen wir da einfach in die Schale. Das ist hier ganz einfach und rustikal. Jetzt kommt dazu Worcester. Blub, blub, blub. Das ist ein Tablespoon. Und rüber da. Das mixen wir ja gleich nochmal. Dann habe ich hier Olivenöl. Oh Gott. Ist alles ein bisschen größer und rustikaler, macht aber Spaß. Auch mit rüber. Himalaya-Salz, weil wir es so gerne haben. Ein Knoblauch ist schon in der Presse. Und rein da. Zack. Und weil es so schön war, machen wir das Ganze nochmal. Nummer 1. Nummer 2. Haben wir alles, passt. Das Traeger Rub dazu. Auch nicht zu wenig, soll ja gut schmecken. Und dann mixen wir das ordentlich. Das riecht auf jeden Fall paradiesisch, obwohl noch gar nichts passiert ist. Den Handschuh brauche ich nicht mehr. Und auf zum nächsten Schritt. Ich habe vergessen, das Thermometer mit reinzupacken. Dann nehmen wir hier die dickste Stelle. Wir wollen nachher eine Kerntemperatur von, keine Ahnung, ich schätze mal so um die 84 Grad haben. Plupp. Und dann ist es nachher komplett einfacher. Nehmen wir nochmal den Mais. Ein bisschen kleiner. Weil das gemütlicher ist beim Essen nachher. Flup, flup. Und da die Messer so affenscharf sind, geht das auch ganz einfach. Wobei das sehr hart ist. So, jetzt machen wir Reis. Huch. Dazu gebe ich einfach Knoblauch hier mit rein. In den Topf, ein bisschen oh Gott, mit einem Finger geht das gar nicht. Doch, irgendwie schon, aber ich hatte einen schlechten Dreher. Jetzt machen wir das heiß und wenn der ein bisschen krokant wird, kommt der Reis dazu. Ein Geschmiere und Gedrücke, hat man noch zwei Tage was vom Knoblauchgeruch. Ganz nach der Devise, bloß nicht zu wenig. So, Knoblauch ist ordentlich am Brutzeln. Jetzt gebe ich Reis dazu. Dann brate ich den Reis an. Das riecht auf jeden Fall himmlisch. Und dann gleich das Wasser. Und ganz nach Omas Regel: ein Cup Reis macht anderthalb Cup Wasser, Cups Wasser. Halbe versprochene. Ein bisschen Salz dazu.
Und heute zum Hähnchen habe ich mir gedacht, machen wir einen Reis, der ein bisschen exotischer ist. Wir haben hier Kurkuma. Noch eine Idee dazu. Bisschen Curry. Das verleiht ihm eine aufregende Farbe und es schmeckt einfach hervorragend. Schau mal hier. Deckel drauf und dann macht der Rest sich von alleine fertig. Sehr gut. Dann schmeißen wir den Trigger an. Deckel zu, volle Power und dann kommen nachher die Hähnchen rein. Zack. Der Grill ist schön vorgeheizt. Und jetzt hauen wir das Hähnchen schön aus der Marinade. Mal gerührt hier und gedreht. Und die Maiskolben einfach in den Grill. Und dann sagt uns das Thermometer, wann wir rausholen dürfen. Deckel ist zu, 73 Grad eingestellt, doch nicht 80, ein bisschen weniger, soll saftig sein. Dann lassen wir nachziehen. Station bleibt hier. Und los geht's. Außentemperatur 75, Ziel 73, innen 11. Und die App macht alles weiter. Zehn Minuten sind um, gucken wir mal. Ich habe den natürlich schon mal aufgelockert ein bisschen. Aber der ist ein Knaller. Der bappt nicht, sondern der ist so richtig schön flockig. Blub, blub. Sehr gut. Laut meinem Handy sind es nur noch 4 Minuten, bis wir die 73 Grad haben. Ich habe vorhin schon einmal gedreht, heimlich. Und jetzt gibt es noch die Barbecue-Soße oben drauf. Thermometer sagt, von Hitze entfernen, der Alarm kam. Gucken wir mal rein. Uiuiui. Oh nein, und einmal die Dings zerstört, aber nicht schlimm. Sieht aber gut aus, ne? Ich glaube, es könnte noch ein bisschen länger, aber ich habe keinen Bock auf so ein super trockenes Hähnchen. Weil das mir das Hähnchenessen so ein bisschen verderben könnte. Lecker, lecker. Machen wir den Test. Wir schneiden einfach mal noch mal hier so ein Stück ab und gucken. Das ist saftig und sicher sehr lecker. Wir lassen das noch ein paar Minuten ruhen und dann wird gleich gegessen. Hier nun das fertige Essen. Ich glaube, das kann sich sehen lassen.
Nach getaner Arbeit wollen wir erstmal ein Bier aufmachen und probieren. Es ist so zart, manchmal ist es ja ein bisschen trocken, Hähnchen. Unglaublich. Dazu ein bisschen Reis. Guten Appetit.